Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2 hier in der Kampagne Kalifornien. Unser Ziel ist es gerade, die 3300 Aktivpostenbewertung zu erreichen. Wir stehen gerade bei 2320. Ich denke mal, nach der Nacht sollten wir noch mal ein bisschen höher gehen. Aber was natürlich auch immer hilft, sind neue Dinos. Da würde ich jetzt gleich weitermachen. Ich würde einmal kurz gucken bei unseren Wissenschaftler, wie es da mit dem Stress aussieht. Und ich finde, das sieht eigentlich alles noch ganz gut aus. Wie sieht es beim Geld aus? 300.000 die Minute. Das sieht richtig gut aus. Da haben wir die verbesserten Zäune. Also meine Prognose ist, wir brauchen noch maximal 2 Gehege. Achso, hier haben wir gar nicht mehr so viel Platz. Hier wollte ich eigentlich gerade noch ein Gehege hinbauen. Gehen wir unten einfach dran oder machen wir noch einen Weg, um hier runterzukommen? Sagen wir, machen hier noch einen Weg hin. Ja, dafür zahle ich auch nochmal einen neuen Stromgenerator. Vielleicht können wir gucken, dass wir direkt beide Gehege hier hinten hin machen, damit sich auch der Weg des Zaunes lohnt, der Stromgenerator lohnt. Und dann auch, dass sich der Weg für die Wissenschaftler lohnt. So, ihr könnt erstmal bauen. Kümmern wir uns dann um die Wege, würde ich sagen. Einmal hier durch. Einmal. Gehen wir ruhig bis zum Ende hier hinten. Ich bin ein Freund davon, dann hier einmal alles zu clearen. Kostet natürlich Geld, aber wir haben einen echt guten Cashflow gerade, deswegen würde ich sagen, das können wir uns erlauben. Natürlich wird jetzt hier gerade noch gemeckert, dass hier kein Strom ist, aber das sollte sich dann auch gleich ändern. Dann können wir eigentlich auch direkt bei den anderen Generatoren gucken, wie das da mit dem Strom aussieht. Sonst denkt man nicht dran, oder ich denke sonst nicht dran. So haben wir natürlich jetzt dann die Gelegenheit, wenn wir schon mal dabei sind, auch einfach mal kurz die anderen beiden zu kontrollieren. Ich würde sogar mal vorschlagen, das haben wir sonst noch nie gemacht, wir bauen hier nochmal sogar eine Unterstützungsanlage hin. Weil hier sollen ja 2 Dinos rein. Dass wir, oder 2 Arten, 2 Gehege raus werden, dass der Weg nicht so weit ist für die Statusüberprüfung. Bei 5 Gehegen, das kann noch unser medizinisches Fahrzeug übernehmen. Aber das ist jetzt nicht so häufig, dass der raus muss, glaube ich. Da ist das, glaube ich, in Ordnung, wenn wir da nur einen Ort für haben. So, Strom haben wir einmal hier. Reicht noch für 46 Minuten. Jetzt reicht es noch für eine Stunde oder über eine Stunde. Ich denke mal, das werden wir nicht mehr brauchen. Auch dich brauchen wir heute auch nicht mehr. Also vorher schon nicht. 8 Minuten. Das könnte möglicherweise passieren. 28 finde ich aber auch noch wenig. Fahrzeug gefährdet. Ja, da wird gerade mal wieder jemand angegriffen. Und ist das ungefähr die Mitte? Könnte hinkommen. Die Tore. Achso, wir könnten eigentlich schon auf Expedition gehen. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Füllen wir das auch mal auf. Wäre nicht gut, wenn so ein Lagen im Gehege liegen bleibt.
Den haben wir. Allosauren kennen wir. Oh, die sehen cool aus. Oh, ich kann sogar sie alleine machen. Was haben wir hier drunter noch? Komme ich gerade nicht dran. Okay, ja, dann darf sie das eben machen. Dann Tor haben wir. Dann fehlen jetzt die beiden Beobachtungsanlagen. Ja, wir könnten natürlich gerade auch noch forschen und alles, aber ich glaube, so nötig ist das gerade nicht, dass wir hier auch noch ein zweites Auto oder sowas hätten. Ich glaube, das ist jetzt, ist alles nicht mehr relevant. Ich hätte zwar noch gerne gesehen, dass wir Unterwasserdinos kennenlernen. Vielleicht ist das gar nicht von Grund auf dabei gewesen, sondern über ein DLC. So bin ich jetzt nicht in der Materie, dass ich weiß, wieso, weshalb, warum oder wann das kommt. Vielleicht kommt das ja noch hier nach, irgendwie, dass wir irgendwie noch mal einmal was unterbringen müssen. Kann ja natürlich sein, dass das hier noch nicht die letzte Kampagne ist. Glaube ich, hier reinsetzen und hier würde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen den Platz ausnutzen, den wir haben. Kommen die Gehege doch ein wenig klein vor. Will er das gar nicht? Da macht er das gar nicht, wenn ich außerhalb des Radiuses bin. Die Bäume hier gerade nicht wegkriege. Ja, wird jetzt aber auch ganz genau just in time fertig. Oh, okay. Wasser wollte ich eigentlich noch nicht bauen. Und eigentlich nochmal entfernen. So, dann eingehende Übertragung. Einer entgangen. So, hier können wir natürlich eigentlich auch schon mal aufmachen. Dafür brauchen wir keinen Strom. Vergeuden gerade. Abreißen geht natürlich auch immer. Mal gespannt, ob wir dieses Gehege noch brauchen. Ich hätte gern. Also wir können ja entscheiden, wann wir auch das. Die Kampagne. Ach nee, beim letzten Mal war das glaube ich nicht so. Dann war die Kampagne einfach vorbei. Ich glaube, weiterspielen war dann erstmal nicht möglich. Frage ich halt, wie es ist. Produktzustellung bestätigt. Wenn, ja, wir jetzt hier durch sind. Produkttransport beendet. Ne, der Baum will nicht weg, dann hat er auch Glück. So, du dürftest jetzt gerne losfahren. Ansonsten machen wir das wie gewohnt manuell. Oh, 3000. Knapp unter 100. Ach so, können wir auch Fotos machen. Ah, da kriegen wir auch noch Geld mit. Falls man mal Geld braucht. Oh, Tollwut mit. Oh, haben die Tollwut?
Jetzt habe ich irgendwas freigeschaltet. Was wollen wir denn haben? Hier ist nämlich auch noch irgendwas. Ob die jetzt Krankheiten haben. Achso, ich wollte ja. Die Steuerung. Ja. Ach, ich bin Fernglas. So. Na, verrutscht. So, alle am Leiden. Das ist natürlich jetzt noch eine Challenge. Fährt er direkt los? Oder nicht, weil du die nicht auf der Liste hast? Ah, das Ranger-Posten. Dich brauchen wir hier. Ne, nicht direkte Steuerung. Aufgabe hinzufügen. Hier bitte. Und da bitte. Um die Zufriedenheit können wir uns natürlich trotzdem währenddessen kümmern. Wasser ist da, Beute. Natürlich, immer das Offensichtliche. Können wir eigentlich auch von hier hinsetzen, weil hier werden wir safe auch Fleischfresser haben. Und ansonsten viel Freiraum und Wald. So, da ist der Wald jetzt nicht mehr auf einer Stelle. So, wenn ich jetzt richtig. Nee. Du bist noch unterwegs. Krankheit ausgebrochen. Wir haben kein Nachbargehege. Vollwut. Achso, vielleicht sollten wir trotzdem. Können wir ja trotzdem ein bisschen forschen. Forschung ansehen. Ich hätte gern, dass wir ein zweites Fahrzeug haben. Aber das war, glaube ich, relativ weit hinten. Wir brauchen. Machen wir so. Wenn sie das alles alleine kann, dann machen wir das so. Ah, jetzt sind nur noch 4 krank. Nice. Kriegt einen Pfeil und dann läuft das. Im Park gibt es keine Tollwutquellen mehr. Das ist doch erfreulich. So, Expeditionskarte ansehen. Kein Platz verfügbar. Muss es auch gar nicht. Ich denke mal, danach haben wir es. Außer es wird jetzt dunkel. Dann vielleicht nicht. Cashflow 312.000 die Minute. Ja, richtig entspannt. Das ist auch zu viel. Also ich hoffe, in der Karriere ist das weniger. Dann hat man ja gar keine Sorgen mehr. Beziehungsweise Geldsorgen hatten wir ja noch nie. So, ja, Forschung ist gleich vorbei. Ich glaube nicht, dass wir noch zu kommen. Ich versuche einfach mein Bestes. So, Forschung abgeschlossen. Ja, dann braucht sie danach Ruhe, aber ist okay. Können wir die anderen beiden Forscher nehmen. Ah ne, zwei sind gerade unterwegs. Dann müssen wir doch einmal kurz die Forscherin in Urlaub schicken oder ins Wochenende, dass sie sich entspannen kann und wieder ausgeruhter dann für uns forschen kann.
Das ist natürlich jetzt gut, ne? Hier sind die Tiere mit dem Tollwut reingekommen. Wir haben ein Gehege, ein Quarantänegehege dazwischen. Das hat jetzt echt richtig gut gepasst. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch was kommt nach den 3300. Irgendwas kam im letzten Mal noch knapp danach. Aber ich weiß leider nicht mehr genau, was es war. Drei Objekte freigeschaltet. Ach, sind wir schon bei 9? Oh. Dann müssen wir mit, ach, Kontrollzentrum ist das, glaube ich, ausruhen. Lebendfang, dich lassen wir auch mal eben ausruhen, wenn wir gerade ein bisschen Zeit haben. Und ja, die anderen sind ja unterwegs. Alle beide gefangen, Saurier transportieren. Da nicht rein, bitte. Hier wäre ganz gut. Dann ruhen wir ruhig auch nochmal sie aus. Na komm. Ja, die hat da einmal Pause gemacht. Dann dürfte jetzt natürlich nichts passieren in der Zeit. So, hier warten wir auf die Dinos. Hauptsache, die erste Ziege läuft hier schon drin rum. Genau, machen wir euch das Tor zu. Zustellung abgeschlossen. Transport abgeschlossen. In der Wald. Aber Komfort jetzt schon mal 70. Ich finde das interessant, dass die alle nicht direkt angreifen. Oder habe ich jetzt was gesagt? Es steht diesmal viel auf dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Ach, jetzt haben die keinen Komfort. Mich nicht. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern aufzubauen. Revolutionäre Ideen, weil wir so die Vergangenheit besser verstehen können. Und wie wir das tun? Wir versuchen, diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, wenn ich dürfte. Es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Nice. Unser Fehler, der Fehler der Menschheit, ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. Diese genetisch erzeugten Und das ist gerade irgendwie schön, wie die da vor dem Baum stehen. Nehmen wir das doch mal mit. Sie sind so real, wie wir sie machen. Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Nicht für die Tiere, sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Ich frage mich gerade, ob wir auch hier ein Tor reinmachen könnten. Dass die Ranger-Teams hier drin direkt von Gehege zu Gehege fahren könnten. Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist es nicht so, Dr. Dua? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es, dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Dann sehen wir weiter. Ja, ja. Wie wunderbar chaotisch von Ihnen. Ja, die beste Pflege erhalten. Was soll ich sagen? Die sind jetzt alle hier, weil wir es machen müssen. Aber alle sind gesund. Alle haben Komfort von 100%. Die mussten eingefangen werden, ja, weil sie mit uns Menschen in Kontakt getreten sind oder den Menschen zu nahe gekommen sind. Jetzt sind sie weggesperrt. Ah, fährt er da durch? Nice. Freischaltung, eine neue Ära. Nicht einmal auf den Inseln haben wir etwas geschaffen, das so perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten, zumindest so perfekt wie möglich. Wir sollten wohl glücklich sein. Aber sind wir das? Vielleicht. Okay, etwas stört dich und ich bin es nicht.
Nein. Also, was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Oder? Nein, natürlich nicht. Wie könnte es? Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nah an der Zivilisation zu haben. Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst, Owen? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich, Claire. Du wirst ihnen nicht den Rücken kehren, was auch eine schlechte Idee wäre. Mach das nie. Niemals. Und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Ja, entweder behandeln wir den Planeten richtig, oder die Saurier machen ihn zu ihrem. Mission abgeschlossen. Yosemite. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein. Die Frage ist, auch ein schönes Bild. Sie bleiben. Mit dem Transport kannst du betäubte Saurier im Park umsiedeln und sie vollständig auch entfernen. Oh, das sah gerade eigentlich nach Wasser aus. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Kampagnenmodus. Probier doch als nächstes Chaos-Theorie Jurassic Park aus. Hilf Dr. John Hammond dabei, seinen Traum von Jurassic Park zu verwirklichen, während du die Grundlagen zum Erschaffen eines Dino-Parks erlernst, der sowohl sicher als auch profitabel ist. Ja, da weiß ich nicht, ob ich das machen möchte oder ob wir direkt in den Sandkastenmodus gehen wollen. Ich denke, es wird der Sandkastenmodus werden. Ich werde mir das aber nochmal überlegen. Deswegen würde ich sagen, haben wir heute eine etwas kürzere Folge. Sind gerade auch die ganzen, oder es ist ja gerade noch Steam Sale, gerade, oder für mich jetzt gerade. Für euch, glaube ich, auch bis heute Abend 19 Uhr könnte das sein. Bis Donnerstag 19 Uhr, glaube ich. Vielleicht gucke ich nochmal, ob ich mir nochmal ein DLC hole. Weil eigentlich hat das auch Bock gemacht, die Kampagne zu spielen. Und ja, hier fehlen halt noch zwei DLCs dafür. Ich gucke mal, ob ich das mache. Ansonsten, ja, oder ihr werdet ja sehen, was, wofür ich mich entschieden habe. Ich will ja auf jeden Fall mit dem Projekt Jurassic World Evolution 2 noch weitermachen. Im Zweifel geht's in den Sandkastenmodus oder wir spielen nochmal weiter in den neuen Kampagnen. Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und nochmal gucken, wie teuer das Ganze überhaupt wäre. Aber für heute würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und am Dienstag um 17 Uhr geht es dann weiter. Und ja, gucken wir mal womit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sage bis Dienstag. Ciao.